Dann kommen wir zu der Partie Abdusatorov. Satorov. Wie betont man das? Gegen Anish Giri. Und zwar Grünfeld. Giri spielt auch. Das ist eigentlich erschütternd. Der weiß auch irgendwie alles, habe ich den Eindruck. Der guckt, wenn ich so eine Partie vorbereite, muss ich erstmal wieder gucken, nachgucken, Artikel, aktuelle Partien. Und bei dem habe ich den Eindruck, der guckt auch nach, aber der guckt mir so, guckt so an die Decke. Was weiß Wo ich, habe ich was, das wo habe ich aufgeschrieben? die letzte Partie da? Ja, das war doch gestern, ja, so ungefähr. Also, und das ist fantastisch. Ich glaube, das hat sich auch gewandelt, dass die Top-Spieler unserer Zeit ein sehr viel breiteres Eröffnungswissen oder Schachwissen vielleicht auch generell, aber auch Eröffnungswissen haben als früher. Also Fischer war, wenn man so, Fischer war in seinen Eröffnungen sehr begrenzt. Sehr begrenzt. Kasparov auch. Kannte die natürlich sehr gut und war auch ein sehr ordentlicher Spieler, sage ich mal vorsichtig. Aber heutzutage, wenn man sich mal Carlsen anguckt und geht einfach mal die Eröffnungen durch, die er noch nicht gespielt hat, da bleibt nicht viel übrig. Ich glaube, er hat alles Der hat gespielt, ja. schon, also ich weiß nicht, Königsgambit könnte man mal gucken, ob er das schon mal gespielt hat. Also jetzt nicht Das hat er, glaube ich, nicht in gespielt gegen. Blind Bullet gegen Schlag mich tot, Nee, aber das hat sondern er doch gegen. Hat er das nicht gegen ja, Ding Liren gespielt und hat er auch noch, ja, verloren? zu, ja, richtig, zum Beispiel. Ne? Also ganz, ganz viele Eröffnungen und sie müssen auch einfach so sein, weil wenn man sich nur auf eine Eröffnung verlässt, da sind eben die Leute können alle was und man ist zu anfällig dann Also einfach. ich habe mal Erwin Lamy, als er hier aufgenommen hat, habe ich mal gefragt, der ist ja der Sekundant von Giri, ne? Was guckst du dir denn alles so an Partien? Und die Antwort war ganz einfach, er sagte alles. Ne? Und gut, Kinderturniere vielleicht nicht, aber ja, vielleicht doch. ich gucke mir auch viel an, aber der Unterschied ist eben, dass dass die andere Dinge sehen, andere sich auch und vor allem andere Dinge merken. Also Giri würde ich jetzt unterstelle ich mal, der wird sich nicht unbedingt Partien merken, sondern eher die Muster, glaube ich. Also natürlich auch konkrete Zugfolgen, aber der speichert halt Partien ganz anders ab als wir. Und das macht einen großen Unterschied aus, natürlich. Okay, Grünfeld. D5, irgendein Witzbold hat mal gesagt, dass eigentlich Grünfeld ist deshalb entstanden, jemand wollte D6 spielen und aus Versehen rutschte ihm der Bauer aus der Hand und ist nach D5 gegangen. Ich glaube nicht, dass es stimmt. D5, C schlägt D5, Springer D5 und die Hauptvariante ist natürlich jetzt nach Springer D5 der Zug E4. Springer schlägt C3, BC3. Und ja, Grünfeld eben. Grünfeld heißt, Weiß hat ein Bauernzentrum, volles Zentrum, wunderbar. Aber Schwarz spielt jetzt Läufer G7, im nächsten dann Rochade oder C5. Muss man hier nicht Und erst C5 ich spielen? glaube, das ist ziemlich wurm. Wenn ich Also, jetzt Läufer es A3 ist mache? ungefähr, ja, guck dir mal den Läufer an und überleg dir mal, ob der da gut steht. Ja, Aber finde ich gut. gut, du findest ihn gut. Also André möchte lieber C5 spielen. Sei es drum, sag ich mal. Also vor Läufer A3 hätte ich, glaube ich, keine Angst. Läufer G7. Und Schwarz, wie gesagt, spielt C5, setzt das Zentrum unter Druck. Und es kommt ihm hier zugute, dass er den Springer F6, der ist einfach nicht mehr da. Das heißt, der Läufer auf G7 hat freie Sicht gegen das Zentrum. Und Schwarz hat auch eine freie Entwicklung. Und man darf auch nicht vergessen, Endspiele sind ganz wichtig. Schwarz hat im Endspiel drei Bauern am Damenflügel gegen zwei Weiße. Also Oder nach C3. dem Tausch C5, Oder CD4 okay. sind 2 gegen Genau. 1. Oder 2 gegen 1. Das Das heißt, Grünfeld-Endspiel. das typische Grünfeld-Endspiel, das heißt, er hat die Majorität am Damenflügel. Es gibt auch viele Varianten, wo Weiß irgendwie im Zentrum und am Königsflügel Dampf macht, Königsangriff und Schwarz rennt mit seinem A-Bauern durch. Und Das ist schon passiert. einer gewinnt dann. Das ist also die Hauptvariante. Noch Kuriosität am Rande, der Zug Springer A4, das ist ja nun auch nicht der allerlogischste Zug, aber eine Idee ist eben, Schwarz diese Möglichkeit des Tausches Springer C3 nicht zu geben. Springer A4, und das erwähne ich nur deshalb, weil wir da im neuen Chessbase Magazin einen Beitrag haben von, jetzt muss ich überlegen, Sergei Grigorians zu Springer A4 und er empfiehlt hier den Zug E5. Was der logisch ist, weil Weiß zum zweiten Mal den Springer gezogen hat. Also das ist eigentlich, hat eine Eröffnungssünde begangen. Und hier gibt es ein schönes Motiv. Nochmal, wer das vielleicht noch nicht kennt, E4, Läufer B4, Läufer D2. Ja, was kann Schwarz hier machen? Welche taktische Möglichkeit hat er?
Was, schon wieder Taktik? Ja, das ist eine taktische Möglichkeit. Ich kann noch eine andere Variante anführen, aber das fand ich ganz hübsch einfach nochmal. Taktik. Einfach nur. Und das ist sehr Grünfeld-untypisch natürlich, Läufer auf B4. Eigentlich sollte ich das wegmachen. Jeder Grünfeldspieler weiß das natürlich. Der pädagogische Wert geht hier natürlich klar verloren. Taktisch. Ja, aber vielleicht kennt es auch jemand. Tipp, man kann das sogar, um die Verwirrung komplett zu machen. Wunderbar, Thomas Rüther, wunderbar. Man kann das sogar hier machen. Guck, ist nur ein Scherz eigentlich. Und der Zug ist jetzt Springer E3. Und die Idee ist, der Läufer D2 ist gefesselt und wenn Weiß schlägt, dann spielt man Dame H4, G3, Läufer D2, Dame D2, Dame E4. Muss ich denn G3 spielen? Ja, glaube ich schon. Okay. Und gewinnt die Figur halt zurück und das gibt es auch sogar in dieser Stellung. Das habe ich mal. Kommt das, Läufer D2, Dame D2, Dame H4. Nur, also, nur als Scherz am Rande. Da würde ich, Springer A4 ist irgendwie ein ungesunder Zug, ne? Da würde ich also grundsätzlich, wenn ich mit Weiß mir sowas angucken würde, hätte ich schon ein schlechtes Gefühl, wenn sowas geht. Also, weil irgendwie passiert einem das dann doch. Also Springer A4, ich würde es einfach streichen. Das ist ein. Aber den gibt es. Ja, natürlich. Also er ist auch spielbar, aber es ist nicht kein natürlicher Zug. Er verletzt Eröffnungsregeln. Heutzutage ist ja alles spielbar mit dem Computer, wenn man es ausrechnen kann, aber er verletzt halt elementare Regeln. Ich glaube, dass Springer A4 und Läufer D2 beides auch so Ideen sind, die von Kortsch mal viel gespielt wurden, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Das Springer A4 weiß ich jetzt nicht, aber ja, kann sein. Könnte sein. Na gut. Gut, Läufer D2. Und die Idee von Läufer D2 ist, auf C3 sollte Schwarz das Schlag mit dem Läufer zurückzunehmen. Das heißt, man hätte dann die lange Diagonale bereits neutralisiert. Eben, ne? Also wenn man jetzt, Beispiel ist E4 hier, also Läufer G7, normal, der Normalzug, Springer C3, Läufer C3. Und diese Läufer haben halt eine Gegenüberstellung und wenn Weiß diese beiden Läufer tauschen kann, dann ist das in der Regel, glaube ich, eine ganz gute Sache. Aktuelles Beispiel, Carlsen hat es mit vielen, diversen Partien gespielt, solche Geschichten, sowas. Interessante Stellung. Okay, Giri, theoretisch bedeutsam, spielt hier den Zug C5, geht also sofort auf den D-Bauern los. Jetzt kommt D schlägt C5, Läufer G7. Schwarz macht Druck gegen C3, Turm C1, Rochade, Springer F3, Springer C6 und jetzt mal eure Meinung zu dieser Stellung, auch deine Meinung. Kann man hier zufrieden sein mit Schwarz? Wie findest du das? So als Grünfeldspieler. Sind etwa Grünfeldspieler anwesend mit Schwarz? Ich hab's mal probiert. Du hast es probiert mit Schwarz. Was waren deine Erfahrungen? Das ist gut, das ist okay. Das ist, man kriegt halt aktives Spiel, ne? Weiß hat immer eine Last mit seinem Zentrum. Du kannst da irgendwie so drauf rumhauen, ne? So und ihm das kaputt machen und man kann auch mal einen Bauern hergeben, ne, wenn man dafür so offene Linien kriegt und Spiel und so. Ist ein schönes Freispiel und man hat selber eigentlich nur eine Schwäche. Das Endspiel ist, also dass man meistens ein gewonnenes Endspiel hat oder ein sehr gutes ist, ein Pfand. Ne? Und die einzige Schwäche ist halt der Königsflügel. Ne? Ohne Springer F6 stehst du halt ein bisschen labil und wenn einer das drauf anlegt, ne, dann musst du aufpassen. Also eigentlich ganz nett. Aber der Nachteil ist, du musst halt 15 Container Theorie lernen. Ja? Und wenn Weiß sich auskennt, ist alles Remis. Ja, ich zeig nur mal hier eben. Also man kann auf D5 nehmen, man kann Springer F3 spielen, man kann Läufer G5 spielen. Läufer F4 und so weiter. Also Weiß hat natürlich, ja, Springer F3, Dame B3, russisches System und so. Weiß hat dann eine Möglichkeit. Jeder Zug ist erlaubt. H4 wird viel gespielt. Zurück zu dieser Stellung. Was ganz typisch ist, denke ich, ist, dass Weiß auf C5 genommen hat und Schwarz hat überhaupt keine Angst. Weiß hat ja einen Bauern mehr auf C5. Der ist einfach mehr. Ne? Aber was hat Schwarz dafür gekriegt? Er hat Entwicklungsvorsprung. Super. Und wie gerade richtig angemerkt wird, Weiß hat den König noch auf E1. Ne? Weiß hat noch nichts für seinen Königsflügel getan. Also gut, Springer F3 war ein erster Versuch in diese Richtung. Aber der Läufer F1 steht da halt noch und es wird dauern, bis Weiß hier zur kurzen Rochade kommt. Oder ich kann es vorwegnehmen, er schafft es in dieser Partie gar nicht erst. Das ist schlecht. Ja, nicht unbedingt, nicht unbedingt.
So, okay. Was soll Weiß jetzt? Was würdet ihr machen mit Weiß an dieser Stelle? Also Schwarz droht. Ja, droht. Droht eventuell sogar mal auf C3 zu nehmen. Springer C3. Und dann auf D1 zu nehmen. Das ist so eine Möglichkeit. Also wenn Schwarz es schafft, zum Beispiel Weiß dazu zu verleiten, irgendwie einen B-Bauern wieder nehmen zu müssen, dann hätte Weiß meinetwegen diese beiden Bauern auf C3 und C5. Dann macht es überhaupt nichts, dass Schwarz ein weniger. Das ist völlig egal. Aber Weiß hat sich ja mutwillig auf diese Stellung eingelassen. Da muss er ja irgendwie sich was bei überlegt haben. Ja. Also wenn das eine Drohung ist, dann kann man natürlich einen Springer wegziehen. Mhm. Also wenn das nicht zu irgendwelchen schlimmen Sachen führt, also Springer A4 oder so. Ne? Mhm. Dann habe ich den B2 gedeckt und die Dame kommt nicht nach A5 und ich habe den C5 gedeckt. Und das Einzige, was mich dabei beunruhigt, ist, dass ich immer noch nichts für die Entwicklung meines Königsflügels getan habe. Mhm. Also wenn ich das jetzt im Blitzen hätte, dann hätte ich Angst und würde E3 ziehen oder irgendwas Kleines. Das hat er gespielt. Ja, Hauptsache, ich komme jetzt zur Rochade und dann ist gut. Ne? Mhm. Ja, interessant, was eure Gedanken so sind. Also G3 ist von Thomas Rüther, nebst Läufer G2, ja. Was ziemlich lange dauert. Mhm. Aber vielleicht spielbar ist. Und da war noch ein Patzovic, möchte Dame B3 spielen. Das ist sehr ehrgeizig, sag ich mal. Vielleicht ist es nicht schlecht. Dame B3, ich hätte hier ein bisschen... oha. Ich wage das jetzt nicht vorzuschlagen. Ich wage jetzt nicht Läufer E6 vorzuschlagen, weil das... warum nicht? Gut, ich schlag ihn mal vor. Ich weiß es aber nicht. Also ich weiß, Dame B3, wenn Läufer E6 geht, ist Dame B3 ein absoluter Schlag ins Wasser. Aber ich weiß halt nicht, ob Weiß sich sowas erlauben kann, Dame B7. Geht bestimmt. Ja, dann mach mal weiter. Also Springer A5 oder so. Ja. Springer A5. Springer A5, gut, dann geht die Dame halt nach A6 zum Beispiel. Ja, gut, und dann kann ich mal überlegen. Ja, ja, ich weiß, ja alles ich weiß es nicht. Also das Dame B3, es tut eben auch nicht unbedingt was für die Entwicklung. Ja. Also du sagst Springer A5 und meinst, du hättest ein gutes Gefühl. Das da muss reicht ja schon. Muss ja irgendwas schon. Gehen. Können, also, ja? Okay. Also ich hätte... ja, also man kann ja sogar Läufer C8 mal wieder einschalten, ne, um die Dame nochmal zu beunruhigen. Dann muss sie weiterlaufen nach D3 wahrscheinlich oder so. Oder man kann, ja, also irgendwas wird schon gehen. Ich schließe mich jetzt dem Urteil mal an, aber das ist auch ein ganz typischer, eine ganz typische Entgegnung Läufer E6 auf so einen Zug wie Dame B3. Ne? Aber was kommt hier auf Springer G5? Ja, dann vielleicht Springer D4. Also wenn wir schon dabei sind. Vielleicht okay. So. Ja, also gut. Vielleicht das will, aber ja, gut. Klar, also das ist, Weiß, sagen wir, Weiß tut nicht unbedingt was auf für seine Entwicklung mit der Geschichte. Ne? Also das wäre die Frage. Und Nullmacher möchte gleich mit Springer B4 jetzt arbeiten. Also hat hier angeregt Springer A5, Dame A6, Springer B4. Und hat er wahrscheinlich recht, jetzt müsste man doch irgendwie sowas Krummes spielen, Dame B5, ne? Turm B8, das ist noch ein Tritt, ne? Ja, das ist schön. Das okay. Zu fett Springer jetzt. A5, vielleicht müsste man dann Dame A5 spielen. Ja. Ja, also. Aber das ist so ein typisches Grünfeldspiel, ne? Du gibst ein paar Bauern, so ein, zwei, und dann kann man schön Krawall machen und randalieren. Und, wichtig ist auch, was für ein Gefühl man halt hat. Ne? Also ob man sich hier mit Schwarz wohlfühlt. Bei zwei Bauern bin ich kritisch, bei einem Bauern würde ich immer sagen, super Entwicklung ist es auf jeden Fall wert. Aber ich glaube, ja, ich würde mich da anschließen, dass Schwarz hat, glaube ich, Grund zufrieden zu sein. Ja, Dame B5 statt Dame A5, ich weiß nicht. Statt Dame A6. Ja, aber gut, dann komme ich natürlich hier auch zu gewaltigem Spiel, ne, mit Turm B8 und so. Also jetzt regnet es ja auf B2 rein. Also, okay. Unterm Strich tut Dame B3 nichts für die weiße Entwicklung. Und G3 wird noch vorgeschlagen, E3 hat er gespielt. Hatte ich mir zu G3 was notiert. Ich glaube, nach G3 gab es da, Weiß kann, Schwarz kann, glaube ich, so spielen, so ähnlich spielen sogar wie in der Partie. Ach so, ja, eine Variante nur nach G3. Auch wieder Läufer E6. Und Läufer E6, auch ein Naturzug, schießt gegen den Bauern A2. Der ist nur nicht entscheidend, aber dann,
wenn Schwarz den hat, hat er die bessere Entwicklung und also wenn er den zurückgewinnt, hat er halt auch die bessere Entwicklung. Und wenn Weiß jetzt noch ein Tempo verliert, das war eine Abwicklung, die ich meinte, sowas zum Beispiel. Läufer C3, Läufer C3. Jetzt kann man auf C3 sofort nehmen sogar. Ne? Was hat er hier, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Was habe ich hier angemerkt? Läufer C3. Genau, Dame D1. Und das ist zum Beispiel, das ist eine sehr schwierige Stellung für Weiß schon, ne? Turm D8. Oder wenn man mit dem, wenn man mit dem Turm nimmt natürlich, dann spielt man halt Läufer C3, BC3. Das meinte ich so vorhin. Weiß hat einen Bauern mehr, aber auch nicht wirklich. Ne? Man guckt sich einfach mal die Bauernstellung an. C5 ist schwach und wenn C5 fällt, dann fällt auch C3. Sogar, es gibt eine Partie von, und viele Partien von Bobby Fischer, hat gerne Grünfeld indisch gespielt. Und ich erinnere mich an eine Partie, glaube ich, gegen Botvinnik, wo auch Schwarz dann irgendwie mit dem Turm auf, nach C5 kam und so. Das war alles schwierig. Gut, gucken wir uns mal E3 an. E3 hat er nämlich gespielt. Was würdet ihr jetzt machen mit Schwarz? Was würdest du machen? Was? Ja. Ich würde jetzt hier Springer B4 oder so. Ich würde Springer B4 machen. Ja, warum auch nicht? Hat er auch gemacht, ne? Man darf nicht vergessen, das ist eine Schnellpartie, glaube ich. Das muss man immer ab und zu mal sagen, aber der liegt, glaube ich, sehr auf der Hand. Ne? Springer B4. Jetzt kommt A3. Springer D3, Läufer D3, Dame D3. Und jetzt mal, ja Moment, jetzt mal, was hat sich getan und wie finden wir das? Wie finden wir das? Wem hat das denn gut getan, dieser Tausch auf D3? Naja, erstmal ist es doch jetzt in diesem Moment etwas schwierig mit der Rochade. Also Weiß müsste jetzt ein bisschen was tun, ne? So Dame E2 oder sowas. Ne? Und ob man dann eine Rochade schafft, ist auch noch die Frage. Ich meine, man hat ja noch Läufer F5 oder so. Ne? Also mit der Rochade, so, der Läufer D2 ist irgendwie, der ist das Totholz, ja, also der tut nichts. Kann man vielleicht mal aufwecken, ja. So. Also, ja, ist doch. Naja gut, und der Bauer C5, da muss man natürlich aufpassen, dass der, also wenn Weiß sich jetzt konsolidieren kann, ne, und vielleicht B4 schafft oder so, dann hat man natürlich ein Problem. Muss also den, das nicht mal das, glaube ich. Nicht mal das. Ich glaube nicht mal das. Okay. Also selbst, also müssen das jetzt nicht konkret angucken, ne? Aber selbst wenn, dann sagen wir gut, wir nehmen die Damen vom Brett und wir nehmen alle Figuren vom Brett, dann hat Weiß, was er reiht. Aber selbst hier ist, glaube ich, B4 überhaupt nicht dramatisch. Alles gut. Problem, glaube ich, ganz viel wichtiger ist, wie kommt Weiß hier zur Rochade? Kurze Rochade kann man so ohne weiteres nicht machen. Weiß hat halt den weißförmigen Läufer abgegeben. Wenn man so will, hat dieser Tausch allerdings die weiße Entwicklung befördert. Ja, erst nach Dame E2. Was nämlich jetzt kam, steht ja nur noch ein Zug vor der Rochade. Und dann kann man ja durchaus sagen, dass Weiß was erreicht hat. Ja, aber Schwarz hat ja auch was erreicht. Also ja, gut, ich weiß jetzt nicht, aber was hat er jetzt gemacht? Läufer F5 oder Turm D8 oder so? Vielleicht hat er auch die Dame weggezogen. Ja, ich glaube, er hat einen natürlichen Zug gemacht. Ja, genau, er hat Läufer F5 gespielt. So, das dann, ist, glaube ich, auch sehr, sehr. Ja, dann schafft er die Rochade, ne? So schafft er die Rochade dann. Also Dame E2, Läufer D3, Turm E1. Ich weiß nicht. Also es ist alles was meintest du? Nein, also ich frage mich, ob er dann. Spielt der Läufer F5. Jetzt. Ja, also so. Ob man jetzt rochieren kann, ne? So. Also ja gut, das kann er nicht. Also das, da haben wir nun ein bisschen. Dann das B2. Man hat ja gewisse. Okay. Man hat ja. Okay, das geht nicht, alles klar. So, und ja, dann ist man doch noch voll im Spiel mit Schwarz. So, alles gut. Mhm. Also vielleicht, weiß ich nicht, kann man hier. Also jetzt muss man ja schon, so sagen wir mal, anfangen, sich zu verbiegen. Ne? So, also mit, vielleicht, ich überlege, ob Springer H4 jetzt eine Idee ist oder sowas. Ne? Was hältst du denn von dem Zug E4? Ja, wenn es geht, ist es gut, aber also gefühlsmäßig weiß ich nicht. E4, na gut, das unterbricht das jetzt. Was, wie sieht es denn dann aus? E4, Dame E2. König E2 ist er dann gezwungen, ne? Läufer C3 oder was? Also E4 hat er gespielt, genau. Ist er da nicht weg oder so? Läufer 5, E4, genau. Das wird gerade vorgeschlagen und dann führen wir das mal aus. E4 unterbricht die Dingenskirchen. Dame E2,
König E2 und jetzt Läufer G4. Läufer C3 oder so, das ist doof, ja. Also das, das wäre kleines Schach. Jetzt müsste ich müsste überlegen, ja, Läufer C3. Jeder wie er kann, ne? Jetzt, ja, okay, das wäre eine ganz kleine Lösung. Ich muss eben überlegen, wie Weiß hier am besten nimmt. Naja, das Natürlichste wäre doch Läufer C3. Ich nehme mal, ja. So, Läufer, Läufer gut, E4 und dann B4. Dann kommen wir vielleicht, ja, dann kommen wir vielleicht so in die Wertung. Ne? Das so ganz, ist, ganz langsam. Das ist okay für Weiß, ne? Also, ja, also das okay. Dann, ne, hätte man zumindest, jetzt hat Weiß eine solide Bauernmajorität. Okay, Schwarz ist Chef auf den weißen Feldern. Aber da hätte, glaube ich, Weiß nicht unbedingt Grund zur Sorge. Nee. Ne? Also, Läufer G4. Und die Frage ist natürlich, wem hat das gut getan? Fragen wir nach jedem Zug. Zwei Züge haben wir noch. Das dauert nicht mehr so lange. Also ich halte ja Giri für einen starken Spieler und deswegen. Du meinst, er hat das alles. Wenn er das so spielt, hat ihm das bestimmt auch gut getan. Also, oder? Ja. Naturzug, Läufer G4, weißer König ist im Zentrum. Und wenn man ein bisschen drumherum hätte oder wenn man ein, zwei Züge hätte mit Weiß, ist das okay. Aber hier. Was hier aufleuchtet, ist natürlich D4. Und dann kann man nach B3 rein vielleicht. Ja, das ist Springer D4, B3, C5 kann man den wegnehmen. Mhm. Okay. Ist gut gelaufen für Schwarz. Findest du. Dann ja, mach mal was nach Läufer E3. Dann geht Springer D4 im Moment nicht. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Moment. Und es ist alles richtig. Es ist gut gelaufen für Schwarz. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert. Wir haben die Damen getauscht, also wir, weiß ich nicht, Schwarz oder Weiß, je nachdem, aber wir, die Damen sind vom Brett verschwunden, Weiß hat einen Mehrbauern, ist voll entwickelt, jetzt, uns fehlt noch Zug mit dem H-Turm nach, sagen wir, D1, und trotzdem steht Weiß hier wahrscheinlich sehr schlecht schon. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass Giri so ein guter Spieler ist und jetzt einen guten Zug hier gefunden hat. Ja, aber dann versuch mal auch die Zuschauer zu hören. Also was meint er so? Also ich überlege jetzt, Springer E5 wäre zum Beispiel eine Idee, ist das was, ne? So, dann kommt aber vielleicht einfach H3. Ja, Springer E5 droht auch nicht unbedingt was, ne? Also vielleicht hat Weiß dann auch mal die Möglichkeit zu Springer D5, ne? Also wenn die Diagonale mal zu ist. Ich werf den mal in die Trommel. Also Springer E5 ist nicht, glaube ich, nicht. Also wie gesagt, Springer D5 muss man auf jeden Fall aufpassen. Dann Weiß spielt dann auch mal auf einmal mit. Ne? Hat hier so ein paar Ideechen, eventuell Springer C7. Okay. Und Springer F3 oder Läufer F3 ist nicht unbedingt eine Drohung. Also was macht Schwarz hier? Vielleicht ist das kontraintuitiv. So, dann Springer A5 wäre meine nächste Idee. Ne? Also wenn ich jetzt noch nach B3 reinfahren könnte, dann wäre es vielleicht nicht so schlecht. Steht da gut. Mhm. Aber gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da viel erreiche. Das ist, glaube ich, der Schlüsselzug. Dann steht Schwarz gut. Also überleg nochmal, was du für Ideen hast. Was ist der Schlüsselzug? Haben wir noch nicht gesagt, aber der jetzt kommt, beziehungsweise der auch im Chat schon zweimal jetzt richtig genannt wurde. Genau das hat Giri gemacht. Und das ist, glaube ich, vielleicht. Hast du schon genannt? Ja, wenn du dahin, du, ne, André versucht jetzt ganz bewusst den Kopf unten zu halten. Also ich glaube, man kann natürlich auch zum Beispiel so Manöver machen mit Läufer E6 nach B3. Ne? Da könnte man auch drauf kommen. Na gut, ja, ist vielleicht auch eine Idee. Und was kann man denn noch machen? Man kann die D-Linie besetzen, Turm D8. Man kann A5, A4 vielleicht machen. Das sind meine Ideen. Das waren jetzt schon sechs Ideen. Ne? So viele Ideen. Sind nicht schlecht, aber es ist... Alle falsch. Aber ja, falsch will ich nicht sagen, aber der Zug ist nicht darunter. Und das zeigt irgendwie schon, dass das irgendwie ein bisschen ein ungewöhnlicher oder hier steht unkonventioneller Zug ist, den Schwarz hier macht. Ja, ich kann nur Schablonenzüge machen, also unkonventionelle Züge, das ist... Du hast alles selbst wahrscheinlich, Turm F nach D8 hattest du, glaube ich, noch nicht, oder A5 oder wie auch immer, du versuchst alles, die schwarze Struktur intakt zu halten. Und auf den Zug bist du nicht gekommen. Und jetzt, den hat er gemacht und jetzt... Das ist ein guter Zug. Jetzt sagst du, das ist ein guter Zug. Ja, warum stand der auf deinem Zettel ganz unten? Ja, weil der Struktur verändert. Und, Eben. Ne? Ja. Das ist eigentlich gut.
Das finde ich sehr gut, dass man so denkt, dass man sagt, ich möchte meine Struktur intakt halten. Und jetzt, wenn man auf, jetzt nur mal der erste Blick so, Feld E6, oh Gott. Ne? Also sagen wir, wenn Schwarz schon E5 gespielt hätte, meinetwegen, ja, dann wäre F5 vielleicht sogar ein natürlicher Zug. Da wärst du sofort drauf gekommen, glaube ich. Aber dass man so erst F5 spielt, ne? Vor F5. Na gut, das E6 ist ja nicht schwach, weil ja nichts, ja. Es gibt nichts, was dahin kann. Und wenn man den F5 erstmal hat, dann zum Beispiel hier nutzt, ja, dann kommen einem viele Vorteile ins Spiel. Man hat nämlich den Turm auf F8 und wenn sich die F-Linie öffnet, beziehungsweise EF, Schwarz glaube ich mit einem Bauern sogar wieder, ne? Und der nächste Zug von Schwarz wird sein E7, E5. Und dann krieg ich mal, habe ich hier noch eine Variante oder habe ich hier schon abgehört? Ja, Turm D1 habe ich hier noch. E5. Und Weiß hat einen Bauern mehr, aber ansonsten sehe ich nichts, was irgendwie für seine Stellung spricht. Also jetzt guck dir mal die beiden Bauern, ja. E5 und F5 an. So ist er gekommen? Nein, hat er nicht gespielt. Okay. Also wahrscheinlich ist die Stellung schon einfach schwierig. Also ich nehme hier auf jeden Fall jetzt schon mit, dass die Variante mit Läufer D2 nicht unbedingt in meine engere Wahl fällt. Gut, das finde ich sehr gut. Ja, F5. Und dem muss man auch so... Das ist einer der Züge, die ich ungewöhnlich finde. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass ich darauf gekommen wäre. Also es wäre bei meinen Kandidaten wahrscheinlich auch eher zum Schluss gekommen. Ja, aber man muss... Also wenn man Grünfeld spielt, dann ist es tatsächlich so, dass der Zug F5 doch häufiger auch mal vorkommt. Ne? Also um das Zentrum auch von der Seite mal anzukriegen. Vielleicht ist er insofern logisch, als es einen Bauern auf ein weißes Feld stellt. Und Schwarz ist ja Chef auf den weißen Feldern durch seinen Lauf. Naja, er öffnet ja vor allen Dingen die F-Linie. Ne? Oder so. Wir gucken mal an, was er gemacht hat. Ne? Jetzt kam nämlich einmal H3. Bishop takes, Pawn takes. Und was nun? Das ist die Partie. Dauert nicht mehr lange. Wir haben nur noch eigentlich 3-4 Züge jetzt. Zack. Ich würde hier F4 spielen. Würdest du machen, ne? Ja, klar. Sicher. Aber auch das geht auch nur einmal, aber es ist natürlich hier sehr gut, weil Schwarz eben mit F4, wir sagten vorhin die ganze Zeit, die F-Linie öffnet sich. Stimmt aber gar nicht. Stimmt gar nicht, ne? Also der Turm F8, prima, wenn man ihn hat. Und der ist ja auch eine Drohgebärde. Aber hier hat Schwarz natürlich sehr schön die Möglichkeit, F4. Ich fühle mich jetzt, das ist ein bisschen anders, aber ich fühle mich ein bisschen erinnert an diese grandiose Partie von Magnus Carlsen im World Cup, die für mich die Partie des Jahres ist, wo er so ein Ding gebaut hat. Ich glaube sogar Qualle-Opfer und dann die Dame da abgesperrt hat am Königsflügel. Aber gut, also das... ja, es blockiert halt die weißen Kräfte total. Der Läufer D2 ist... Und man kommt eben auch mit Tempo jetzt nach D4 rein. Springer D4, schauen. Ich habe hier schon abgebrochen mit Minus Plus. Also jetzt hat er noch König D3 gespielt. Jetzt kam auch nochmal Nett von Giri. Turm D8 oder was? Ja, spielt erst... Also man kann auf F3 nehmen. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Aber zumal in der Schnellpartie ist so ein Zug wie Turm D8 natürlich immer gemein. Früher sagten wir in Bremen dazu, erst verfeinern, dann zerkleinern. Ne? Also... Wenn man die Möglichkeit hat, die Drohung ist stärker als die Ausführung, das ist, glaube ich, von Nimzowitsch, den Gegner schmoren lassen, Stellung verstärken und ich entscheide, wann ich auf F3 nehme und so. Also hier wird Weiß seines Lebens nichts mehr froh. Was hat er jetzt eigentlich noch gespielt? Turm C nach D1, das hat er genommen, auf F3. Jetzt kam König C2, Springer D4, König B1, Springer B3, Siste, habe ich doch gesagt. Läufer C1 und nach Springer C5 führen wir auf. Carlsen gegen Fedoseev, also andersrum, Fedoseev gegen Carlsen. Ich habe die Partie absichtlich hier nicht mal analysiert, weil wir schon ganz, ganz viele Analysen davon auf unserer Webseite haben. Wir haben auch im nächsten Chessbase-Magazin wieder was. Also die Partie haben viele. Ich glaube auch Zug, also von Robert Riss Zug für Zug. Es ist einfach eine. Aber ich habe das abgesegnet. Wir haben es, glaube ich, in einem Chessbase-Magazin dreimal. Ja. Also im Video, in normaler Analyse und nochmal getanzt sozusagen, weil die Partie einfach so toll ist. Da habe ich gesagt, je öfter, desto besser. Guckt euch die an und genießt einfach Schach. Springer C5 minus plus, Schwarz hat einen Ball aus. Feierabend. Ich glaub, arme Nudelberg. Eigentlich ist das hat mir Rustam Kasimchonov erklärt, also Nudelberg,
Eigentlich heißt es Nodia, ist der Name. Ist auch ein ganz häufiger Name. Nur der Dirk ist so kleiner Nodia. Das ist so ein Hänschen oder sowas. Auch gemein, ja. Gut. Quintessenz, wichtig. Läufer D2 und C5. Ich muss mal, habe ich mir da, ich habe hier nur ungewöhnlich geschrieben, was ein bisschen eigentlich wenig ist. C5 wird nicht so oft gespielt, aber ich könnte mir eigentlich, mein Eindruck ist, dass C5 diesem Zug Läufer D2 vollkommen den Zahn zieht. Gibt es denn andere Reaktionen außer DC5? Kann ich E4 spielen oder ist das total schlecht? E4 jetzt, okay. Naja. Das wollte ich nicht, aber. Und dann, ja, gut. Sagen wir so, schlechter als in der Partie kann es nicht werden. Ne? Aber, ja, weiß ich nicht. Vielleicht jetzt. Ich nehme mal weg. Und jetzt willst du mit dem Läufer nehmen. Spiele ich jetzt. Ich habe hier schon wieder lustige Ideen. Okay, Schwarz kann Läufer G7 spielen. Ich habe jetzt. Oh, ich mach mal C schlägt D4. Darf ich das? Ich mach mal CD4. Ich drehe jetzt gerade durch, sorry. Und meine Idee ist nach einem Zug wie, sagen wir, Läufer D4 oder Dame D4, vielleicht so mit E5 zu arbeiten. Aber mit aller Vorsicht. Du guckst kritisch, aber ich will das jetzt. Das geht doch nicht, oder? Weiß ich nicht. Was willst du denn nach Läufer E5 machen? Ja, spiele ich Läufer B4. Das ist. Läufer C3? Ja gut, wie gesagt, das ist ohne Gewehr. Ich mache das nur mal, hoffentlich dreht sich Herr Grünfeld jetzt nicht im Grabe um, ob man so eine Stellung spielen kann mit Schwarz. Dame C7 oder so. Ne? Wie gesagt, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Der normale. Das schneiden wir raus. Wir lassen es einfach drin, wenn die Gedanken mal so weggaloppieren. E5. Ich glaube, ich würde auf den Zug E5 auch nicht kommen. Nicht unbedingt kommen. Jetzt haben wir den aber schon mal in einer Variante gesehen. Also E5 ist wirklich kein typischer Grünfeldzug. Der Läufer F8 geht natürlich nach G7. Okay. Aber vielleicht ist E4 natürlich ein Zug. Schlägt, haben wir gesagt. Ne? Schlägt Läufer D4 und jetzt Läufer G7. Normale Stellung. Gut. Goodie.